Leute, ja, heute befinden wir uns gerade hier in Neusiedlersee auf jeden Fall. Hier seht ihr einen Blick auf jeden Fall. Wir waren hier schon mal im Oktober 2020 auf jeden Fall. Sorry, dass man mich nicht so gut versteht. Ich weiß, Leute, ich bin auch sehr nah dran, damit man mich so gut wie möglich hört. Es ist sehr windig auf jeden Fall heute. Gestern hat es hier geregnet, also ja, und heute ist es sehr schön sonnig auf jeden Fall. Es ist 28 Grad, also nicht sehr warm, aber ja, es geht auf jeden Fall. Und wir werden heute ein bisschen hier springen, keine Sorge, Leute, es wird nicht so wie bei dem anderen See dort sein. Wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen schwimmen, aber das Wasser ist hier wirklich eklig. Also wirklich, das Wasser ist hier wirklich grauenvoll schlecht für mich. Also ja, also ich meine nicht schlecht, aber so komisch. Weil es ist komplett Pfützen auf jeden Fall dort unten. Man sieht es zwar nicht, aber da unten, ich weiß nicht, ob man das sehen wird. Also ja, aber ja, hat man das gesehen, Leute? Es ist komplett Pfützen. Es ist so unangenehm für mich. Aber für manchen ist es ja sehr, sehr gut, aber für manchen auch nicht so gut. Und wir werden so 5 Sprünge machen. Dann gehen wir ein bisschen schwimmen auf jeden Fall bei diesen unangenehmen schmutzigen Wasser. Bei dem Wörthersee ist es natürlich anders. Bei dem Wörthersee ist es blaue Wasser auf jeden Fall. Also sauberer Wasser und hier ist es schmutzig. Meine Mutter, ja, wird ausrasten auf jeden Fall an der Stelle. Sieht jetzt nicht so sehr, sehr geil aus, aber ja, ich würde sagen, Leute, wir legen los. Und wie gesagt, ich habe euch schon das gestern erklärt. Wir werden jede Wochenende irgendwo hinfahren. Vielleicht gehen wir morgen sogar irgendwo hin. Also ja, das ist der erste Platz, wo wir uns ausgesucht haben. Aber hier waren wir schon auf jeden Fall. 2020 Oktober. Also eigentlich waren wir schon am März 2021, aber bei der anderen Seite. Also ja, und jetzt würde ich sagen, Leute, ich habe schon wieder so 2 Minuten gelabert. Ja, ich würde sagen, ich springe ein bisschen rein. Und ja, ich würde sagen, let's go, Leute. Also, ja, oder hier, soll ich? Meinetwegen, Leute, es ist egal. Also, ja, mal schauen. Es ist sehr, sehr unangenehm, okay? Aber, ja, ich mach's trotzdem. Man kann nicht nochmal unter Wasser, Leute. So. Das ist echt unangenehm. Okay, der Wind hat aufgehört, Gott sei Dank. Also, ja, der Wind hat aufgehört. Ich meine, ja, das Mikrofon ist sowieso sehr lame und jetzt noch plus der Wind dazu ist wirklich, ja, grauenvoll, aber ja, egal. Okay, da denke ich mir so im Wasser, hilf mir bitte. Also ja, schaut mal, wie groß dieser Neusiedlersee ist. Ich meine, boah, das ist wirklich groß auf jeden Fall. Ich habe im Oktober das gemacht, aber da waren wirklich fast keiner. Also in das Wasser war wirklich null. Nur diese Enten oder wie auch immer. Also Enten waren auf jeden Fall da. Aber jetzt ist Sommer. Da habe ich es auch erklärt, dass hier im Sommer auch natürlich hier wirklich viele Leute kommen auf jeden Fall. Und ja, jetzt ist es auf jeden Fall soweit. Also ich würde sagen, nächster Sprung. Jetzt machen wir einen Popo-Klatscher. Mal schauen, wie es ausschauen wird auf jeden Fall. Also ja, ich glaube, es wird richtig nicht so gut laufen auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich lost ausschauen, aber egal. Ich würde sagen, Leute, ich kann nicht einmal unter Wasser. Also ja, ein Popo-Klatscher wird auf jeden Fall eine gute Idee. Von diesem See trinken. Ich habe jetzt einen Schluck Wasser getrunken. Es hat richtig eklig geschmeckt auf jeden Fall. Also ja, das ist einfach Schmutzwasser, Leute. Aber für manche ist es gut, wie gesagt. Es ist auch gesund für die Füße. Also ja, und für den ganzen Körper. Also, ja, jetzt machen wir aber, würde ich sagen, einen anderen Popo-Klatscher, okay? Also, ja, kein Popo-Klatscher, sondern so halt, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber schaut mal meine Füße an. Also, das ist ja wirklich grauenvoll. Was ist denn hier passiert? Wenn das meine Mutter sieht, denkt sie, sich so schnell duschen. Sie wird es einfach nicht glauben. Also ja, nächster Sprung, würde ich sagen. Oh Gott, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es hier so... Also vielleicht mögen das manche. Ich auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Also ja. Noch ein Versuch.
Oh Gott. Was mache ich hier? Hi Leute. Was mache ich hier? Oh Gott, was für eine dumme Idee. Also Leute, ich würde es euch nicht empfehlen, wenn ihr so in eine Hochzeit geht, auf jeden Fall. Also ja, dann würde ich es euch nicht empfehlen, auf jeden Fall. Aber ja, was sollen wir jetzt machen? Ich würde sagen, ich mache Knie, oder? Also ja, let's go. Noch ein Schluck von diesem Wasser, bitte. Okay. Es schmeckt wirklich nicht. Es schmeckt wirklich nicht, also... Oh Gott, ich nehme lieber... Oh Gott, Leute, jetzt letzter Sprung auf jeden Fall, weil ich habe keinen Bock mehr auf diesem Wasser. Ey. Es ist so grauenvoll. Das ist nichts für mich auf jeden Fall. Aber ja, ich mache es für euch auf jeden Fall. Mindestens friere ich nicht. Aber schaut euch bitte meine Füße an. Es ist wirklich so grauenvoll. Alles voll mit Matsche. Okay. Ja, also für die Beine ist gut auf jeden Fall, wie gesagt. Also ja, ist wirklich gesund, aber es ist wirklich unangenehm. Also, ja. Ah ja, für Peppa Woods, genau. Ja, für Peppa Woods ist es natürlich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Wir kennen alle Peppa Woods. Die mögen Matschepampe, okay? Aber ja, also Peppa Woods, wenn du das siehst, komm her. Also, ja, wenn du magst. Okay, nein, natürlich nicht. Gibt es Peppa Woods nicht im Real Life, aber ja, egal. Okay, was soll ich noch machen? Nichts, was unangenehm ist, bitte. Mal schauen. Oh Gott, ich habe mein Bein in meinen Knie ein bisschen verletzt. Egal. Okay, let's go. So, letzter Sprung wirklich. Jetzt kommt der letzte Sprung. Das war mein Test. Also Leute, ja, sorry, falls es ein bisschen langweilig ist. Aber es ist wirklich grau. Wir gehen gleich schwimmen, weil es ist wirklich... Ja. Okay. Leute, letzter Sprung. Ja, natürlich leben hier auch Tiere. Also, ja. Thank you.
Dann werde ich euch ein bisschen rumzeigen und dann war es das. Denn, ja, ich weiß nicht. Man fällt hier auch um, Leute. Oh Gott. Ah, nein, die Steine. Jetzt kommen die Steine. Soll ich filmen? Oh Gott. Leute, was ist hier los? Oh Gott. Es ist wirklich anstrengend. Also, kann man ja anders sagen. Es ist wirklich sehr, sehr lost hier. Oh, vor allem die Steine. Wir müssen uns sehr konzentrieren, Leute. Ich weiß nicht. Leute, soll ich einfach mich für das Video am Ende des Videos, ich werde euch so verabschieden, dass ich alles mich wirklich voll dingse. Vielleicht. Also es ist wirklich schwierig. Also ja, ich zeige es euch morgen. Ich hoffe, man hat es gesehen. Ich weiß nicht, weil es ist so schmutzig, dass man ja kaum etwas sehen kann, glaube ich. Oh Gott. Frei von den Steinen? Nein, es ist noch nicht vorbei, Leute. Aber gleich ist es vorbei. Also, ja. Okay. Wir haben es fast geschafft. Leute, da ist der Ausgang. Da ist der Ausgang auf jeden Fall. Und wir haben es geschafft, Leute. Wunderschön. Also Leute, einer der schwersten Wasser, die ich jemals... Ja, es ist wirklich schwierig, da reinzugehen und dann rauszukommen, Leute. Das ist wirklich schwierig. So, wir haben es geschafft. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was so hier... So Leute, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber da waren wir auf jeden Fall... Auch bei meinem allerersten Neusiedlersee-Video. Guckt euch das an, das ist wirklich sehr, sehr viel. Ich würde sagen, wir gehen jetzt dahin auf jeden Fall. Also ja, da gibt es auf jeden Fall einiges, Leute. Also ja, wirklich krass. Also ja, das Wasser war, wie gesagt, ein bisschen, ja, schmutzig auf jeden Fall. Aber was soll man machen auf jeden Fall? Also ja, man konnte mindestens ein bisschen springen. Also ja, aber... Ja, deshalb waren wir es wahrscheinlich auch nicht so hoch. Also ja, aber wir gehen jetzt auf jeden Fall da. So, hier haben wir das Babybecken. Also ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr wild aus. Und ja, hier können Babys rein, da gibt es eine Babyrutsche auf jeden Fall. Also ja, richtig geil. Hier kann man auch rein. Also ja, ist schon richtig geil auf jeden Fall. Also der Neusiedlersee. Also ja, ist auch wirklich groß. Da gibt es eine Umziehkabine. Also ja, ihr seht schon, was der große Unterschied ist zwischen Herbst und Sommer auf jeden Fall. Wie viele Leute hier eigentlich da sind. Aber man kann natürlich nicht nur baden, sondern auch etwas anderes. Denn hier haben wir zum Beispiel natürlich auch noch so einen Fußballplatz auf jeden Fall. Also ja, man kann hier ein bisschen Fußball spielen. Also ja, also hier, schaut mal, also hier kann man auf jeden Fall Fußball spielen. Also ja, sieht richtig geil aus, finde ich, ist auch sehr gut gemacht. Man kann hier nicht nur, ja, man kann hier nicht nur, ja, baden, sondern auch Fußball spielen zum Beispiel auf jeden Fall. Und da spielen die auch Ball, also ja, ist schon richtig geil, so Volleyball, glaube ich. Die spielen Volleyball oder man kann auch Ball über die Schnur spielen. Kann man auch auf jeden Fall. Also da hinten, ich weiß nicht, wie man das sieht, aber ja, leider kann ich nicht ranzoomen, also deswegen gehe ich ein bisschen näher hin. Also ja, man kann auch hier essen, trinken, also man kann hier gefühlt alles machen. Ich weiß nicht, ob man hier auch es ein Hotel gibt, aber ich glaube schon. Also ja, also schaut mal, hier, da spielen auf jeden Fall einige Pros. Also ja, also hier kann man Fußball spielen. Also ja, hier kann man einiges machen auf jeden Fall. Also ja, seht ihr? Hier Volleyball oder Ball über die Schnur geht auch alles. Also ja, man sieht schon, ich gehe ein bisschen näher ran. Ja, hier sieht es aus.
So sieht es aus, auf jeden Fall richtig geil. Also, dass man hier auch das auch alles spielen kann, so. Ist richtig gut. Also, ja, da kann man auf jeden Fall auch ein bisschen essen. Da kann man essen. Also, ja, wo ich es euch am Anfang gezeigt habe. Also, ja, dieser Neusiedlersee ist wirklich sehr, sehr krass. Wie viel man auch hier machen kann auch. Also, ja, ist richtig, richtig krank. Also, wirklich sehr, sehr geil. Auf jeden Fall finde ich gemacht. Also, ja, es ist hier in Österreich auf jeden Fall. Es ist auch nicht so weit entfernt von Sickertskirchen. Ja, fast 2 Stunden, also geht noch klar. Also, ja. So, Leute, wir befinden uns gerade jetzt hier. Und ich habe gerade rausgefunden, das ist ein Hotel auf jeden Fall. Also, ja, da gibt es auf jeden Fall ein Hotel. Also, ja, hier kann man auf jeden Fall übernachten. Also, ja. Dankeschön. Ja, wir haben uns etwas zum Trinken bestellt auf jeden Fall. Also, ja, und dann noch eine Salami-Pizza. Ja, es wird richtig krank auf jeden Fall. Also, ja, ich meine, krass. Also, ja, es ist vor allem heute sehr, sehr schön sonnig. Also, wir haben viel Glück gehabt auf jeden Fall, dass es heute sehr, sehr warm ist. Morgen wird es noch wärmer, aber ich glaube, das passt schon auf jeden Fall. Also, ja. Unsere Salami-Pizza wird auf jeden Fall gleich da sein. Wir werden es jetzt aufessen, weil wir machen eine kleine Pause von dieser, ja, von dieser witzige Dings, witzige Wasser auf jeden Fall. Also, ja. Und die Neusiedlersee ist einer der größten Flüsse auf jeden Fall. Also, ja, wirklich sehr, sehr groß. Also, ja, es ist natürlich windig, das ist ein bisschen bitter so, aber mindestens ist es nicht so warm auf jeden Fall. Also, ja. Oh, ja, wir haben hier uns Schatten gemacht, also ja, das ist gut. Also ja, die werden uns gleich aufrufen, dass der Salami-Pizza gleich fertig ist. Also ja, ich würde sagen, wir essen und dann gehen wir zurück. Also ja, vielleicht gehen wir noch ein bisschen schwimmen, aber ja, mal schauen, was wir noch so machen. Ich glaube, ich habe schon euch fast alles gezeigt. Also ja, hier kann man auf jeden Fall Getränke kaufen, hier kann man ja Pizza bestellen. Leider gibt es kein Langos, aber egal. Also ja. Ist in Ordnung, dafür gibt es Pizza, also ja, was wir mögen und ja, was gibt es noch? Viel, viel, viel mehr auf jeden Fall. Also ja, wir haben uns Eistee bestellt, Pfirsich, also diese Frau hat uns gefragt, Pfirsich oder Zitrone, ich habe Pfirsich genommen auf jeden Fall, ich mag Pfirsich sehr gerne, also ja. Leute, also ja, also übermorgen fängt es an, also naja, wobei es hat schon gestern eigentlich begonnen, aber egal, ja Leute, es ist endlich Ferien, ja, das heißt, wir werden jede Wochenende unterwegs sein, also ja, fast jede Wochenende zumindest, also ja, und wo wir hinfahren, das bleibt Überraschung, habe ich euch schon gestern erklärt, auf jeden Fall, vielleicht gehen wir morgen noch irgendwo hin, auf jeden Fall, also ja. Das Wasser ist eiskalt auf jeden Fall, aber ja, ist egal. Ich bin direkt reingegangen. Also, ja, ich würde sagen, das war das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Neusiedlersee, da kann man wirklich einiges machen. Hier kann man auch übernachten, hier ist auch Hotel. Also, wenn ihr hierher kommen wollt, aber das Wasser ist wirklich, ja, weiß ich jetzt nicht, vollkommen mit Pfütze auf jeden Fall. Also, ja, es ist wirklich lame ein bisschen so. Also, es ist ein bisschen los, aber ja, egal. Egal, ich bin jetzt nicht mehr voll mit
Dings. Also ja. Ich würde sagen, Leute, also nicht voll mit Pfütze. Also ja, danke für den Support auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie mein YouTube-Kanal über die Sommerferien laufen wird. Also ja, und zum Beispiel, das war das allererste Überraschung. Also ja, und der zweite weiß ich nicht. Da kommt morgen auf jeden Fall vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht morgen irgendwo hinfahren, aber ja. Ich würde sagen, macht einen schönen Tag. Ja, und euch noch schöne Ferien. Wir sehen uns vielleicht morgen wieder auf jeden Fall. Und ja, ciao.